Nein, nein, Astro. Tatsächlich ist diese superschnelle SSD kein Virtual Reality, sondern Reality. Und damit geht es für uns in die letzte Welt. SSD Speedway auf der Turbo Tour. Oh, ein paar Fans sind auch da. Das sind die Ehrenfans. Die, die ein Like da lassen. Kuss an euch. Oh! Und da hinten ist das erste Puzzleteil. Hinter dem Start. Das hätte ich jetzt ohne meine Fans nicht gesehen. Mega nice. Und wie geil das visualisiert ist hier mit diesen Rennwagen. Mit diesen futuristischen Rennwagen. Das Spiel ist schon Kunst. I like that. Und was wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, weil es mir recht spät erst aufgefallen ist, aufgrund meiner In-Ears. Der DualSense-Controller gibt super viele Sounds von sich. Was man vielleicht noch von der Wii und... Wann gab's das noch? Wii U Gamepad? Aber vor allem auf der Wii war es ja so, dass auch jede Menge Sounds aus der Wii-Fernbedienung kamen. Oh, ein Anschalter. Dann wollen wir mal. Und beim DualSense-Controller ist es recht ähnlich. Und das nicht nur bei neuen Spielen, sondern tatsächlich auch bei alten. Denn als ich das rausgefunden habe, was muss ich denn machen? Ach, nach hinten spannen. Ah ja, na klar, macht Sinn. Okay, cool, Alter. Ich habe mal etwas ältere Spiele gespielt, beispielsweise Until Dawn. Oh, da ist was, da ist was. Aber jetzt habe ich es zu spät geschnallt, wenn man das zu spannen hat. Da muss ich wohl nochmal zurück. Hier ist übrigens noch Gravity Rush. Ist halt auch alles andere als optimal, wenn neue Features eingeführt werden, wo ich gerade was am Erklären bin. Na jedenfalls, der Controller gibt wirklich super viele Sounds ab. Was man mitbekommt, wenn man keine Kopfhörer trägt. Und das eben auch bei vielen, vielen alten Spielen, finde ich sehr atmosphärisch. Lässt sich natürlich auch ausstellen. Aber ich würde eigentlich immer damit spielen, wenn ich ehrlich bin. So, ein Bass-Controller. Der mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts sagt. Wird wohl zu dem einen oder anderen Minispiel dazugehören. Aber welches Game? Keine Ahnung. Ist halt so ein typischer Buzzer. Schätze ich mal. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren aufklären. Das macht ihr ja sowieso. Okay, durch die PlayStation-Tore. Let's go! Oh, da ist sogar ein Puzzleteil. Komm, das kriegen wir. Das kriegen wir. Diesmal kriegen wir es. Ja. Fliegen, by the way, jetzt hier mit Bewegungssteuerung. Deswegen sieht das so schief bei mir aus. Oh! Final Fantasy Easter Egg. Final Fantasy 7, um genau zu sein. Cool. Und weiter geht's. Hops. Ich mag diesen futuristischen Look hier. Passt halt sehr gut zu der SSD, weil die ja jetzt die neueste Technik in den neuen Konsolen ist. Also die wirklich revolutionäre Veränderung. Grafikpower ist natürlich größer, ja. 3D-Audio, ja. Aber damit war ja zu rechnen. Das wirklich atemberaubende, überraschende und wo auch Entwickler sehr krass von schwärmen, ist eben die schnellere SSD. Mit der man jetzt sehr viel mehr anstellen kann. Oh, Silent Hill, oder? Naja, Silent Hill. Auch die Filme sind gut davon. Kann ich nur jedem empfehlen. Okay, gleich geht's zur Rakete. Wir schauen nochmal hier. Was gibt's da? Pain. Sagt mir jetzt leider auch nichts.
Also ob so das Spiel heißt, don't know. Und übrigens... Sparkies für Arme, wenn man so will. Oh, meint ihr, wir können mit der Rakete in den All schießen? Das wäre mega. Warum liegt da ein Kopf rum? Okay, muss mit dem Game zu tun haben. Ah, jetzt! Killzone, oder? Doch, es müsste Killzone sein. Hier hinten. Genehmigen sich eine wieder. Ja, ham, ham. Dann schnappen wir uns die Coins und gucken, was hier noch abgeht. Ach! Jetzt habe ich dich. Ratchet and Clank. Ich habe schon im letzten Part fälschlicherweise die beiden woanders gesehen. Das waren aber tatsächlich Jack und Dexter. Und dieses Mal sind es die anderen beiden. Die kann man aber schon verwechseln, bin ich der Meinung, ne? Das kann passieren. Witzigerweise ist mir das schon mal passiert. Während einer PlayStation Showcase, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Da habe ich doch die Namen in der Aufregung verwechselt. Boah, gab das Hate in den Kommentaren. Und jetzt? Jetzt dürfen wir selbst Raumschiff spielen. Oh, wie cool. Wie cool ist das denn? Vor allem hier werden jetzt die beiden Trigger-Buttons nochmal auf eine ganz andere Weise genutzt. Das ist genial. Ich weiß nur nicht, ob hier rechts noch was versteckt ist oder ob das einfach nur eine Abgrenzung sein soll. Ich glaube letzteres. Aber ich schaue mich trotzdem mal um. Dürfte hier aber keine Secrets geben. Nee. Okay, also ganz so fies sind die Entwickler dann auch wieder nicht. Hätte mich jetzt aber auch nicht sonderlich gewundert, wenn da wirklich was gewesen wäre. Und wie cool sehen denn bitte schön hier diese Kabel aus, die halt so ein bisschen was Alienhaftes an sich haben und auch vermitteln sollen. Oha. Okay, das gefällt mir richtig gut. Puzzleteil. Und weiteres Easter Egg. Da weiß ich jetzt aber wirklich nicht, was es ist. Vorschläge gerne in die Kommentare. Boah, sieht das genial aus. In letzter Zeit bekommen wir echt richtig epische Weltraumlevel zu Gesicht. Denkt mal alleine an Crash Bandicoot. Oh, das kann man anzünden, oder? Ja, kann man. Aber ich spreng mich ungern in die Luft. Also halten wir Abstand. Und schnappen wir uns dann anschließend... Was ist das? PS2 Multitap. Also ich hatte ja, wie gesagt, keine PS2. Auch keine Ahnung, was es sein könnte. Aber der Name lässt so ein bisschen auf den Touchscreen schließen. Bei der PS2? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Oh, 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 noch mehr Explosionen. Wobei hier auch die Frage ist... Ja, doch, da ist was, ne? Da ist was. Aha. Cool. Im Hintergrund baden sie im Sand. Oder anderem Schleim. Bin nicht ganz sicher, was es darstellen soll. Wünsche aber mal viel Spaß. Okay, gucken wir hier unten nochmal rein. Spinnen! Wie eklig! Okay, mehr Speed! Ja, du musst tatsächlich mit beiden Trigger-Buttons arbeiten, sonst klappt's nicht.
Und dann finden wir die PS2 Memory Card. Und ein Spider-Man Easter Egg? Na, muss nicht sein. Aber kann sein. Ich würde jetzt, wenn ihr mich zwingt, eine Antwort abzugeben, da auf Spider-Man tippen. Spider-Man ist ja auch extrem präsent auf der PlayStation. Daher ist das wirklich nicht unwahrscheinlich. Wir schauen uns das Remake und Spider-Man Miles Morales nochmal an. Im Stream demnächst. Damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Aber jetzt zocken wir erstmal Astro und beginnen später mit Sackboy. So, was für eine Raumbasis haben wir hier erreicht? Und vor allem, was gibt es hier noch für Secrets? Da sind einige Terrarien. Oh, und ein Puzzleteil im Boden. Okay, nehme ich mal mit. Die spielen Volleyball mit den Gegnern. Hier auch. Wenn ich das richtig erkenne. Bin aber eher so ganz Mainstream der Fußballtyp. Mit allem anderen tue ich mich schwer. Ja, typisch deutsch halt. Unendliche Daten. Und der nächste Elektro-Dev, wie es sich für mich gehört. Mann, ich hasse diese Gegner so sehr. Aber ich will sie auch nicht ziehen lassen. Ich will sie besiegen. Oh. Ich glaube, die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. Das hätte ich sonst übersehen. Ein UFO. Und ein Puzzleteil. Grandios. Glockenbäume. Oder sind das wieder diese Batteriezellen? Ich glaube eher zweiteres, was? Oh, hä? Was macht das denn da? Dieser Move-Controller. Nette Idee. Kann man machen, warum nicht? Was? Wo kam das Puzzleteil auf einmal her? Ich habe mich da unten umschauen wollen, aber ich habe jetzt da ehrlich gesagt kein Puzzleteil gesehen. Auch keine Münzen. Naja, Glück gehabt. Oh. Devil May Cry. Oh, oder? Doch. Doch. Ja. Ist jetzt nicht so meine Reihe? Ja, da gibt es ja auch eine Special... Ach komm, wirklich? Ich glaube, der war Devil May Cry Fan. Aber nichts dagegen. Aber ist halt nicht so mein Spiel. Gibt es auch eine Special Edition jetzt? PS5, ne? Aber ob wir uns das anschauen werden, ich weiß nicht. Man soll ja auch immer nur das spielen, was man fühlt. Geil, das ist mit den Planeten und den Satelliten. Da ist noch ein Secret. Und Little Big Planet. Hab mich schon gefragt, wo das bleibt. Theoretisch hätte ich es ja auch schon übersehen können, aber... Nee, das wäre mir auch in den ersten beiden Parts aufgefallen. Und was ist hiermit? Wie komme ich da rein? Weil eine Stampfattacke habe ich ja nicht, oder? Okay, vielleicht finde ich noch irgendwas zum Werfen? Oder brauche ich einen Gegner? Nee. Was? Ach so. Ich dachte schon, die wollen jetzt, dass ich auf den Planeten fliege. Dabei war der Tipp einfach nur dem Gegner gerichtet. Der ist mir doch egal. Oh, Blasen. Dreh mich übrigens immer weg, weil ich nicht ins Mikro blasen will. Oh, jetzt komme ich doch noch auf so einen Satelliten. Ja, nice. Und hier rauf. Weiß immer nicht so recht in diesem Level, wo es weitergeht, aber... Was?
Aber ich folge einfach mal dem Weg und finde in diesem Asteroid ein PS2-Spiel. Bot. Ah, da ist ein Stein. Den kann ich aber nicht nehmen. Ich weiß nicht, wie ich diese Glaskuppel unten aufkriegen soll. Hab ich irgendwas übersehen? Ärgerlich, aber ich fürchte, das werde ich nachholen müssen. Das hier muss auch irgendein Spiel sein. No Man's Sky? Keine Ahnung. Na, du bist ja ein Bombenkerl. Hat er was aufgesprengt? Oh, tatsächlich. Nein, hätte ich den unten gebraucht? Nee, geht ja gar nicht. Den kannst du ja nicht mitnehmen. Außerdem war da ein Puzzleteil drin, also alles gut. Alles gut. Prost. Was ist das? Ein MG? Tatsächlich. Ach, damit... Oh, okay. Okay. Damit lassen sich die Glaswände aufschießen. Also konnte ich das noch gar nicht lösen hier. Alright. Oh, da muss ja durchaus einiges an Backtracking betrieben werden für diese Kamera. Die iToy-Kamera. Da steht sogar deine Oma drauf. Ja, kommt ja auch aus ihrer Zeit. Spaß. Das wäre dann eine junge Oma. Aber gibt's auch. Ne? Ganz klar. Gibt's auch. Boah. Da will ich nicht reingeraten. Ich hoffe, ich krieg eine neue Waffe, weil sonst wird's hier ein bisschen knapp für mich. Bei all den Gegnern. Aber ja, das Ding respawnt. Ja, dann ballern wir uns mal entspannt durch. Jo. Noch mehr? Kein Problem. Ball euch alle weg. Wisst ihr, was hier noch passend wäre? Ein Detroit Easter Egg. Vielleicht kommt das noch. Und ich sehe gerade, man muss irgendwie auch hier raufkommen. Weil da ist wieder so ein Controller zum Wegschießen. Vielleicht von hier oben? Ich will mich doch nur umgucken. Ich müsste dann aber auch alles versauen. Oh, verdammt. Da hinten steht aber jemand. Und hier erscheinen Münzen. Es lohnt sich also, den Weg zu gehen. Ja gut, es ist ein Kameramann, der da irgendein VR-Game filmt. Könnt jetzt aber nicht sagen, welches. Meint ihr, ich schaffe den Sprung von hier? Darum, ja doch. Ja, so viel dazu. Sehr gut. Ja, wie viele kommen da noch? Richtige Invasion einfach. Ich will auch so eine Rakete haben. Das wäre die einzige, die ich an Silvester abschieße. Ein weiteres Game, das ich leider nicht zuordnen kann. Und die nächste Bombe. Die es irgendwie geschafft hat, dem Laser auszuweichen. Und offenbar sollte man die auch immer zum Explodieren bringen. Diesmal war zwar kein Puzzleteil drin, aber immerhin ein paar Münzen.
Was ist hier? Noch mehr Coins. Ja. Jetzt haben wir schon über 4000 für den Automaten später. Einen Part wird es ja noch geben. Da schauen wir uns den ganzen Rest an. Aber heute werden wir auf jeden Fall die vier Hauptwelten beenden. Ich habe das Gefühl, mir fehlt was. Nein, doch nicht. Ja, nice. Dann auf zum letzten Bereich. Oh, darf ich nochmal fliegen? Weil das hat schon Spaß gemacht. Sehr cool. Da bin ich glücklich. Oh, halt. Hier geht's rein. Das ist auch ein Puzzleteil. Und sehr, sehr viele schöne Details. Ich weiß hier nur wirklich oft nicht, wo zur Hölle ich lang soll. Nur mit den Sparkies sollten wir natürlich auf gar keinen Fall kollidieren. Okay, schon zwei Puzzleteile. Das ist schnell gegangen. Sage ich aber natürlich nicht nein zu. Oh, da war noch was. Hier können wir rein. Und die PlayStation 2 finden. Nee, Moment. Bekommt man die Konsolen nicht immer erst am Ende? Bislang war das doch so. Na, mal sehen. Weit ist es ja nicht mehr. Nein, das... Ja. Genau das darf natürlich nicht passieren. Mann, ich bin aber heute auch schlecht. Verdammt. Ist halt cool, dass du hier das Gefühl hast, so eine Weltraumbasis zu infiltrieren. Ich glaube, ich lasse mich da jetzt einfach fallen. Ja, hat geklappt. Bin ich denn jetzt gelandet? In so einem Gefrierraum hält man normalerweise im Eis eingefrorene Aliens, die dann irgendwie auftauen und die ganze Basis zerstören. Und dieses Alien ist das SingStar-Mikrofon. SingStar war auch etwas, was sehr beliebt war. Microsoft hat doch dann irgend so einen Abklatsch gemacht für die Xbox. Wie hieß denn das nochmal? Das habe ich bei einem Kumpel sogar ab und zu mal gespielt. Ich sterbe heute alle 10 Sekunden und ich will das nicht. Ich hatte halt nur einen Freund, der eine Xbox hatte, aber niemanden mit einer PlayStation, leider. So, wollte ich mich jetzt verarschen? Ich bin gleich sauer hier! Boah, es wird aber auch echt hart! Ja, ja, gut. Heute halt dann mal kein Skill. In Ordnung. Das kostet viel Energie. Das Puzzleteil wurde gespeichert, oder? Ja. Bisschen lame eigentlich. Oh, what the... What? Ah.
Hier, das Dynamit. Das kann man anzünden. Auf der anderen Seite auch nochmal. Das sieht ganz danach aus. Okay. Nein! Vorsicht! Nun gib ihm den Gnadenstoß. Gut gemacht. Aber habe ich jetzt auch alles? Eine PlayStation Milchstraße. Wie genial. Und? Bot of War. Ganz klar eine God of War Anspielung. Kein Menü diesmal? PlayStation 2 Wipes. Mitsamt Konsole. Odyssey im Spielraum. Sehr schön. Du hast 4 PlayStation Hauptartefakte gefunden. Herzlichen Moment. Was ist das für ein Geräusch? Unter der Prozessorplaza regt sich etwas. Du solltest besser mal nachsehen. Oha, das klingt nach einem Endboss. Ja, besser ist es. Dann habe ich in der nächsten Folge nämlich nicht nur das Labo und den anderen Stuff anzugucken, sondern auch noch einen Boss zu bezwingen. Das freut mich sehr. Hier sieht man auch schon, es gibt noch 28 PlayStation Labo Puzzleteile. Ja, und auch in die Speedruns werde ich mal reingucken. Aber bis jetzt, liebe Leute, haben wir, wie ihr seht, alles geschafft, alles gefunden. Heute gab es vielleicht auch ein bisschen mehr Fails als sonst, aber ich werde das schon noch irgendwie beschönigen durch ein paar Schnitte. Leute, und ihr könnt einen Daumen da lassen. Bis zur nächsten und letzten Folge Astros Playroom.